Und der letzte Schliff. Wow, Peter! Was für eine coole Zeichnung! Danke, Sam! Ich denke über ein neues Bastelprojekt nach. Sam, bring bitte den Mob. Was? Wir haben einen Geist im Haus? Sammy, das ist doch Unsinn. Welche Geister? Du hast das Glas umgekippt. Hab ich nicht. Peter, weißt du nicht, dass jedes Haus seinen eigenen Geist hat? Das ist doch lächerlich. Nein, das ist es nicht. Du wirst es selbst sehen, wenn du ein Haus baust. Im Handumdrehen werden dort Geister einziehen. Herausforderung angenommen. Hallo Leute, heute werden wir ein Haus bauen, das ein perfektes Heim für Geister sein wird. Aber wenn keine Geister einziehen, wird Sam in Schwierigkeiten geraten. Ich liebe es, Sams wilde Theorien zu vermasseln. Eigentlich sollte der CEO von Ghostbusters Inclusive nicht so unbekümmert über wilde Theorien reden. Lass uns sehen, wie qualifiziert du bist. Zuerst einmal, ein Geist wird nicht in ein Haus einziehen, wenn der Rasen so grün ist. Okay, wir werden das sofort ändern. Das ist besser. Leute, Susi hatte schon mal so ein süßes Lavendelhaus gebaut. Erinnert ihr euch? Ich mochte es sehr. Und ich werde versuchen, ein perfektes Geisterhaus aus dem zweiten Set zu bauen. Ein gruseliges, aber sehr schönes. Wenn Sam es sieht, wird er schockiert sein. Lass mich später wissen, welches Haus euch am besten gefällt. Ich werde dir helfen. Es gibt viele Bedingungen, damit Geister in ein Haus einziehen. Sam, findest du nicht, dass deine Geister ziemlich wählerisch sind? Wir werden diesen Bereich mit Stein dekorieren. Ich habe sie aus Ton gemacht. Still, Peter. Ich hoffe, der Geist hat dich nicht gehört. Ich kümmere mich nicht um deine Geister. Wenn sie zu wählerisch sind, schmeiße ich sie einfach aus dem Haus. Erstens, Peter, wo sind deine Manieren? Und zweitens, sind alle typischen Geistermerkmale in meinem Leitfaden für Geisterjäger beschrieben? Klingt ernst. Mach dir keine Sorgen. Ich werde dir alles erzählen, was ich über Geister weiß. Sicher wirst du das, Sammy. Die Steindekoration auf dem Rasen ist fertig. Lass uns weitermachen. Unser Geisterexperte sagt, dass sie neue Böden nicht mögen. Deshalb versuchen wir, sie alt aussehen zu lassen. Großartig, Peter. Ich genehmige diesen Boden. Jetzt kümmern wir uns um die Wände. Übrigens habe ich schon die Holzbretter darauf gezeichnet. Gute Arbeit, Sam. Frische Farbe sieht immer schön aus. Aber es fehlt dieser Charme von verlassenen Häusern. Hier werden wir eine Lampe installieren. Und jetzt wird es Zeit, unsere Wände zu dekorieren. Peter. Stimmt, Sam. Geister mögen keine perfekte Tapete. Fantastisch, Peter. Du lernst schnell. Du bist ein großartiger Lehrer, Sam. Auch wenn Geister durch die Wände gehen können, brauchen wir Fenster. Leute, seid sehr vorsichtig mit scharfem Werkzeug. Auch wenn Sam sehr überzeugend klingt, glaube ich immer noch nicht an Geister. Peter, mach mich nicht wütend. Wofür hältst du die weißen Flecken, die immer auf Fotos erscheinen? Das sind definitiv Geister, die fotografiert werden wollten. Oh, Sammy. Das ist nur Staub oder Insekten auf der Linse. Schau dir lieber diese coole Wand an, die ich gemacht habe. Ja, Peter, deine Wand ist fast so perfekt. Wie meine. Oh, das ist das schönste Kompliment. Leute, diese Lampe wird dank dieser Drähte funktionieren. Wir schließen sie an diese Batterien an. Jetzt lass uns die Wände aufstellen.
Und damit alles ordentlich aussieht, werden wir die Batterien an einem besonderen Ort platzieren. Seid vorsichtig, wenn ihr mit Drähten arbeitet. Soweit, so gut. Jetzt stellen wir die Möbel auf. Wir fangen mit der Küche an. Peter, ich hab dich wohl umsonst gelobt. Sam! Wir brauchen Möbel im Geistesstil. Nun, du bist hier der Geisterexperte, nicht ich. Hier, schau. Ich habe eine Couch im Ghost-Style gemacht. Sehr ungewöhnlich. Sammy, kannst du mir ein paar Tipps geben, was ein Geisterstil ist? Kinderleicht. Erstens ist es elegant. Geister mögen kein ausgefallenes Zeug oder grelle Farben. Eigentlich sind helle Farben jetzt im Trend. Aber okay, also was noch? Zweitens, Minimalismus. Minimalismus ist gerade voll im Trend. Geister schätzen die Schönheit einfacher Formen. Drittens ist es edler Outfashion. Geister sind stolz auf ihr Alter. Also hast du diesen Küchenschrank einfach alt gemacht? Ich habe ihn im edlen Old-Fashioned-Stil dekoriert. Das sieht sehr interessant aus. Ich schätze, Geister sagen nicht nein zu einem Kaffeetisch. Der passt gut zum Interieur. Genehmigt. Jetzt kommen wir zur zweiten Etage. Wir bringen den Kronleuchter an. Der Boden des ersten Stocks ist auch die Decke des Erdgeschosses. Peter, spürst du diesen kalten Windzug? Ich glaube, die Geister sind schon da. Sam, ich habe nur vergessen, die Klimaanlage auszuschalten. Peter! Sam, beruhige dich. Fein. Also, ich habe zwei Kronleuchter angebracht und den Boden verklebt. Unser Haus wird zwar geisterhaft, aber es steht nicht ohne ein paar Säulen. Und noch eine. Wir machen dasselbe auf der anderen Seite. Da haben wir es. Perfekt. Leute, habt ihr schon mal Geister gesehen? Sind die wirklich so wählerisch? Peter, nicht wählerisch, sondern anspruchsvoll, wenn es um Stil geht. Etwa so. Sammy, wie gefällt dir dieser edle Old-Fashioned-Stil? Akzeptabel. Ich denke, das ist ein perfekter alter Zaun. Hier kommt das letzte Detail. Und jetzt kümmern wir uns um die zweite Etage. Peter, wusstest du, dass Katzengespenster sehen können? Ich habe gesehen, dass unsere Miete auf eine Stelle starrte, ohne zu blinzeln. Vielleicht hat sie nur meditiert. Daran habe ich nicht gedacht. Peter, du hast es nicht durchdacht. Wie werden die Geister das Haus betreten? Nun, ich dachte, sie können fliegen. Aber jeder Geist wird sich diese Treppe ansehen. Peter, ich habe eine Tür gemacht, die perfekt in unser Haus passt. Ich bin sicher, die Geister werden unser Spukhaus zu schätzen wissen. Natürlich werden sie das. Geister sind sehr raffiniert. Sie mögen nur schöne Dinge. Da unsere Geister Ästheten sind, lass uns mehr dekorieren. Unsere Geister können ihre Geisterzeitungen auf dieser Bank lesen. Ich frage mich, ob sie ihr eigenes National Geographic haben. Peter, unser Haus sieht leer aus. Lass uns mehr von dieser besonderen Atmosphäre schaffen. Diese Stehlampe wird helfen. Perfekt. Und ich würde auch etwas Licht im Geisterstil hinzufügen. Das sieht schon gut aus. Oh, was war das? Geister? Leute, halt ihr das auf? Sammy, du bist panisch. Wow. Ja,
Geräusche sind cool. Zeit, unseren Sam zu beruhigen. Oh, ich habe mich hinreißen lassen. Wir müssen den Musikmechanismus verstecken. Oh, diese Musik hat mich verzaubert. Oh, dieser Zaun passt wirklich gut. Und noch dieser kleine Schaukelsessel. Sammy, schlafen Geister eigentlich? Oh, wenn das gut ist, haben sie uns gesagt, dass... Und waschen sich Geister? Wäre seltsam, wenn nicht. Naja, theoretisch waschen sie sich. Und was machen sie zum Spaß? Schmeißen sie Geisterpartys? Ja, stopp! Wenn ein Geist kommt, dann frag ihn einfach. Es gibt kein Haus ohne ein Dach. Sammy, deine Geister werden es mögen. Ich denke, es erfüllt all deine Anforderungen. Oh, ich habe noch eine Sache vergessen. Lass mich raten. Geister mögen alte Bilder? Das bezieht sich auf das Old Fashion. Punkt Nummer 4 besagt, dass Geister den Gothic-Stil mögen. Susi hat mir vor einiger Zeit davon erzählt. Im Gothic-Stil dreht sich alles um dunkle Farben und scharfe Kanten. Das ist eine sehr hochwertige Arbeit. Peter, du hast es großartig gemacht. Danke. Ich hoffe, der Geist mag es auch. Zumindest könnte er auftauchen. Apropos dritter Punkt. Hier ein bisschen Old-Fashioned-Zeug. Es gibt viele Pflanzen in einem Spukhaus. Weil sich niemand um sie kümmert, wachsen sie überall. Peter, rein hypothetisch gesprochen. Ja, Sammy? Nun, ich meine, was wäre, wenn der Geist am Ende nicht auftaucht? Was denn? Dann würde ich hart an meinen Witzen über deine verrückten Theorien arbeiten müssen. Okay. Unser Haus ist zu cool geworden. Was, wenn kein Geist auftaucht? Dann wird Peter sich die ganze Zeit über mich lustig machen. Ich denke, ich muss einen Geist beschwören. Sammy, beschwör ihn nicht zu früh, sonst musst du für das Warten bezahlen. Aber es ist kein Taxi. Er kann warten. Peter, ich wollte nur ein wenig trainieren. Übrigens, es gab da draußen ein neues rosa Auto. Schau, was ich daraus gemacht habe. Wow, Sam, du bist ein echter Geisterfahrer. Lass uns unser Auto noch gespenstischer machen. Was willst du machen? Es so aussehen lassen, als ob das Auto eine Weile hier draußen stand und mit Pflanzen zugewachsen ist. Oh, mir gefällt, wie du denkst. Und ich mag die kaputten Scheinwerfer und Fenster, Sam. Sehr kreativ. Du bist unser Meisterdekorateur. Fertig. Dieses Auto passt perfekt zum Stil unseres Hauses. Also Leute, unser stilvolles Geisterhaus ist fertig. Jetzt warten wir nur noch auf die Geister. Sammy, wann kommen deine Geister? Ich habe noch was zu tun. Ich muss mir noch Witze über deinen Glauben an nicht existierende Geister ausdenken. Wow, wer existiert hier nicht? Oh, Herr Geist, schön, dich kennenzulernen. Schade, dass Geister nicht essen. Sonst würde ich dich mit köstlichem Nutella verwöhnen. Was? Ja, Geister essen doch. Und wir lieben Nutella. Wolltest du wir Schleim sagen?
Ich hätte vorher einen Geist beschwören sollen. Oh, Sammy. Ich hab's dir doch gesagt, dass Geister nicht existieren. Leute, wenn euch unser Bastelprojekt gefallen hat, dann Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und wir sehen uns bald in unseren nächsten Videos. Und drückt die Glockentaste, um alle Benachrichtigungen zu erhalten. Richtig, Peter? Peter? Das ist seltsam. Auf Wiedersehen!